Hallo, lieber Löwe. Herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den August für den Bereich Liebe und Partnerschaft. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin schon gespannt, was ich dir weitergeben darf. Ich habe hier mehrere Orakeldecks, die ich verwenden möchte. Ein Tarotdeck und bei Bedarf ein Lenormand-Deck. Bitte beachte, dass das ein allgemeines Orakel ist, ja. Das heißt, die Botschaft kann mit dir in Resonanz gehen, muss es aber nicht. Sie kann teilweise zutreffen, kann aber auch ein Volltreffer sein. Wichtig ist, dass du in dich hineinspürst, ob diese Botschaft etwas mit dir zu tun haben kann oder nicht. Und falls es nicht so ist, dann bitte dieses Orakel einfach ignorieren. Es gibt noch eine zweite Botschaft für die Löwen für August, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ich werde sie am Ende von diesem Orakel, ganz am Ende von diesem Video einblenden. Da kannst du dann einfach draufklicken und dir die Botschaft ansehen, falls du möchtest. So, für den Bereich Liebe und Partnerschaft im August für den Löwen. Was kommt? Wow. Wunderschön. An der Unterseite haben wir diese wunderschöne Karte hier, die Hingabe. Und auf dir, lieber Löwe, und auf deinem Gegenüber, auf eurer Situation liegt ein Schutz. Okay. Ihr seid beschützt. Ich möchte die Hingabe mit dazulegen. Die Karten sagen: Lass die Liebe dich erreichen, dich und dein Gegenüber. Empfange und lasse los. Die Karten sprechen von Güte, von Sanftheit, eben und von Liebe, die euch berührt. Und das, was du hast, lieber Löwe, mit deinem Gegenüber, ich nehme das so wahr, dass das ein Orakel ist für Löwen, die schon jemanden haben oder eine Wunschpartnerschaft haben, mehr als für Singles, ja, die noch niemanden im Kopf haben. Ja, das kann ich hier an der Stelle schon mal ausgrenzen. Also das Orakel ist für die Löwen, die schon jemanden haben. Okay. Und eine höhere Macht ist an eurer Seite, ja, die höhere Macht, an die ihr glaubt. Sei es jetzt, ob es die Engel sind oder ob ihr das Gott nennt oder die Quelle, die Götter, was auch immer. Die höhere Macht ist an eurer Seite und unterstützt euch. Okay. Die geistige Welt wacht über euch. Wir haben hier sechs des Himmels. Das ist die sechs Schwerter im klassischen Tarot. Und hier haben wir die Mäßigkeit. Zwei der Erde sind die zwei Münzen im klassischen Tarot. Neun der Stäbe. Und die sieben der Erde.
Die 7 Münzen. An der Unterseite haben wir die 8 Stäbe. Das ist deine Energie, lieber Löwe. Ja, du bist quasi das große Kätzchen hier, das sich entfernt von diesem Trouble da hinten, von den Kämpfen der anderen Katzen hier. Du hast Wunden davon getragen, du hast hier Schürfwunden im Gesicht, wie man sieht, oder auf der Nase auch. Und du wendest dich jetzt hier ab, ja, du entscheidest dich dafür, hier nicht mehr weiter mitzukämpfen, ja, keine Energie und keine Zeit, keine Aufmerksamkeit mehr in Unruhen reinstecken. Okay, also du bist in einer Energie, wo du dich distanzierst von Konflikten, von Streits, von Aspekten und Menschen, die Unruhe in dein Leben reinbringen, ganz speziell in dein Liebesleben. Okay. Das ist eine Energie, die ich hier habe, die ganz stark von Balance geprägt ist. Hier mit der 2 der Erde und dann hier auch mit der Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist die Energie von deinem Gegenüber. Dein Gegenüber ist hier in einer ausgeglichenen Energie angezeigt. Es ist ein ruhiger Mensch. Es ist ein Mensch, der viel Wert auf Frieden legt. Es ist ein sehr bewusster Mensch. Ein Mensch, der viel Wert auf das richtige Maß legt, auf Ausgewogenheit, Vernunft. Dieser Mensch fühlt sich sehr stark mit dir verbunden. Was mir hier durchkommt, ist eben diese starke Gelassenheit bei deinem Gegenüber. Und diese friedliche Energie, diese Ruhe, die dein Gegenüber ausstrahlt. Ich nehme das so wahr, dass du das sehr genießt. Ein ruhiger, friedlicher, geerdeter, bewusster Mensch. Hingabe. Wem oder was möchtest du dich hingeben? Wo macht es Sinn und wo nicht? Ja, hier geht es auch darum, hauptsächlich, wo macht es keinen Sinn mehr, sich hinzugeben? In diesem Trouble da hinten. Balance. Du hast es ja mit jemandem zu tun, der dich ausbalanciert. Der eine willkommene Abwechslung ist zu Unruhen, die du kennst oder kanntest in deinem Leben. Das ist eine verspielte Energie, auch wenn diese Katze hier sehr ruhig wirkt. Hier kommt ganz stark Ruhe durch. Ruhe in einer Verbindung ist heilsam, ist willkommen, ist wichtig hier für den Löwen. Lockerheit, Leichtigkeit, Verspieltheit, weg von Ernsthaftigkeit, Verbissenheit, Engstirnigkeit. Lieber Löwe, du darfst erkennen, was dich anstrengt, was dir Energie raubt, wo du das Gefühl hast, okay, da passe ich nicht hin, auch da gehöre ich nicht dazu, da möchte ich nicht mitmischen, ich möchte mich distanzieren. Keine Lust mehr auf ewige Kämpfe, Wettstreit, Konkurrenzkampf, Eifersüchteleien. Toxische Verbindungen, psychopathische Menschen. Ruhe, ja, Ruhe ist sehr willkommen hier beim Löwen. Und der Mensch, den ich hier habe, egal was im Außen passiert, egal wie groß die Unruhen sind, egal wie hoch die Emotionen kochen und was für ein Chaos herrscht, welches Drama, dieser Mensch, mit dem du es zu tun hast, ist wie ein Fels in der Brandung. Gefestigt wirkt das.
Jetzt möchte ich doch mal näher reingucken mit den Nomo-Karten. Hier der Löwe, der Distanz reinbringt, der hier Veränderung möchte in Richtung Ruhe. Vielleicht ist hier auch der ein oder andere Umzug angezeigt. Die sechs Schwerter stehen auch manchmal für Umzüge. Vielleicht hast du einen hinter dir und es geht jetzt in mehr Ruhe rein. Die Distanz tut gut, die räumliche Distanz tut gut zu gewissen Menschen. Vielleicht hast du es noch vor dir oder bist gerade irgendwie mitten im Umbruch. Dann schauen wir mal. Ja, das sind die Spannungen. Die Wolken zeigen hier Spannungen an. Du möchtest dich entfernen, rausnehmen, distanzieren in Bezug auf Spannungen, in Bezug auf da, wo es knallt, im Leben, in deinem Umfeld. Der Turm, das ist ganz stark ein Zeichen auf den Rückzug, dass der Löwe sich, wie ich wiederhole mich, aber diese Energie ist ganz stark auf Rückzug gepolt beim Löwen. Distanz, Rückzug, Ruhe, sich zurückziehen und sich schützen quasi, ja. Distanz reinbringen, sich trennen von gewissen Menschen auch, die im Umfeld. Es kann wirklich auch eine tatsächliche Trennung bedeuten, ja, dass man sagt, okay, wir beenden jetzt diese Verbindung, wir beenden die Beziehung. Für deine Ruhe, ja, man möchte sich rausnehmen, wer braucht das schon auf Dauer, okay. Rückzug, Trennungen. Du erschaffst dir deinen eigenen Raum, deinen Freiraum, mehr Privatsphäre auch, weniger unter Beobachtung stehen, bekomme ich hier auch rein, ja, weniger unter Beobachtung stehen, der Löwe gibt nicht mehr alles über sich preis. Und hier hast du es mit einem Menschen zu tun, der zu dir passt. Das ist auch ein Mensch, der für dich den ein oder anderen Kompromiss eingehen möchte, je nachdem, wie weit dieses Thema mit der Privatsphäre ausgeprägt ist oder wie groß die Unruhen sind in deinem Leben oder waren in deinem Leben, um sich hier eine Heilung zu schaffen. Das ist eine spirituelle Verbindung hier angezeigt, definitiv. Auch die Mäßigkeit ist im klassischen Tarot der Schutzengel. Hier ist, du hast, es ist wie auch dein Gegenüber ist dein Schutzengel. Es ist möglich, dass dir gewisse Dinge durch dein Gegenüber bewusst geworden sind. Toxische Einflüsse in deinem Leben, wodurch du dich jetzt, du hast das erkannt und du möchtest das jetzt verändern, du möchtest dich distanzieren, ja. Und es ist möglich, dass eben dein Gegenüber ganz stark dazu beigetragen hat, gewisse Dinge hier zu erkennen, damit man sie eben verändern kann. Das ist unter anderem auch eine spirituelle Energie. Der Stern steht auch immer für Klarheit, ja. Es ist eine Erfolgskarte. Eine Verbindung hier steht unter einem guten Stern. Diese Liebesverbindung hier steht unter einem guten Stern. Ist beschützt. Positive Veränderungen. Der Storch. Storche können auch unter anderem für Umzüge stehen. Vielleicht ziehst du wirklich um. Oder bist es in der Vergangenheit. Oder dein Gegenüber wohnt auf Distanz weiter weg von dir. Das ist auch möglich, weil die Storche stehen noch häufig für, hier haben wir den Ring an der Unterseite. Ja, das ist schon was Gescheites hier. Der Storch steht auch häufig eben für weite Strecken. Sie fliegen ja auch in den Süden, ja. Sie nehmen ja auch immer weite Strecken auf sich und dann fliegen sie wieder zurück. Der Storch ist eine liebevolle Energie. Der Storch kümmert sich liebevoll um seine Familienmitglieder. Das heißt, du hast das hier mit einem liebevollen Menschen zu tun, einem feinfühligen Menschen, einem sensiblen Menschen, jemand, der dich versteht ohne Worte,
Und dieser Mensch ist einfach für dich, bewirkt diesen positiven Wandel in deinem Leben. In dem Sinne, mit einer großen Erkenntnis, okay, ich muss mir nicht mehr alles antun. Ich verändere mich jetzt in meinen Gedanken, in meinen Emotionen ziehe ich mich zurück, räumlich vielleicht eben auch. Der Storch bringt hier positive Veränderungen. Dieser Mensch hat einen positiven Einfluss auf dich und auf dein Leben in Bezug auf Dinge, die dir bewusst werden, Erkenntnisse, die hereinkommen. Das ist mir hier hingeflogen. Fast nebenan. Fast auf dem Boden. Hier haben wir den Mann, den Herrn. Und die Sonne steht für dich. Und auf der Seite haben wir den Hund. Der Hund steht für eine treue Verbindung, einen treuen Wegbegleiter, den du hier an deiner Seite hast. Und hier haben wir noch die Sonne. Die Sonne ist... Der Löwe wird von der Sonne regiert. Oder man kann den Löwen zur Sonne zuordnen, sozusagen, nenn es, wie du magst. Aber die Sonne ist eine, die zeigt hier ein klares Ja an für eine Verbindung, die du hast. Wenn du sagst, okay, ich kann mich hiermit identifizieren. Ja, also diese Legung, die resoniert mit mir. Ich habe so ein Gegenüber, das tut mir gut, das bringt mich in Richtung Ruhe. Dieses Gegenüber fühlt sich heilsam an oder dieses Gegenüber ist vielleicht auch noch sehr spirituell, ein bewusster Mensch. Dieser Mensch hat positive Einflüsse auf mich. Dann ist das deine Legung. Das ist ein absolutes, ein klares Ja hier in Bezug auf die Verbindung. Ja, diese Verbindung bewirkt, die pusht dich in die Lebensfreude, in die Kraft hinein. Sie bringt dich näher zu dir selber. Okay, Rückendeckung. Dieser Mensch gibt dir auch Rückendeckung, so nehme ich das wahr. Das ist eine gesunde Sexualität auch. Das ist ein Mensch, bei dem du so sein kannst, wie du eben bist. Mit all deinen Ecken und Kanten. So wie du eben bist, ja. Die Sonne steht ebenso für Erfolg. Es ist eine erfolgreiche Verbindung. Eine gute Verbindung, eine gesunde Verbindung, die ich hier habe. Steht für Wärme, für Geborgenheit. Für Wachstum, falls ihr einen Kinderwunsch habt. Ja, wir haben hier ein Kind, obwohl es die Sternkarte ist. Wir haben hier den Storch. Der steht manchmal für Schwangerschaften. Und die Sonne, die unterstützt hier beim Wachstum. Hier, wo liegen die Unruhen in deinem Leben? Da darfst du hingucken. Okay, die 12, die Vögel, das sind Tratschereien, das ist viel zu viel Gerede, das ist Chaos, das ist Geschnatter, das ist Klatsch und Tratsch. Da wären wir auch wieder beim Punkt, okay, ich ziehe mich davon zurück, ich habe keinen Bock mehr irgendwie mitzutratschen, ich habe keinen Bock mehr auch im Mittelpunkt zu stehen von solchen Tratschereien. Ich möchte mehr Privatsphäre, ich möchte mich zurückziehen, ich möchte auch mal von der Bildfläche verschwinden können. Ja, das ist so, immer auch im Zentrum der Aufmerksamkeit sein. Löwen, manche Löwen, nicht alle, aber mal, also viele Löwen sind das ja mal gerne, aber sie mögen sich dann auch zurückziehen dürfen. Und dann wollen sie aber wirklich auch ihre Ruhe. Und anstrengende Verbindungen, die man hier zurücklässt, ein anstrengendes Umfeld, anstrengende Menschen. Das kann auch die Familie sein, das kann die Freunde, der Freundeskreis sein. Wo du dir sagst, okay, da bin ich jetzt kein Teil mehr von, da mische ich nicht mehr mit. Ja, das ist vorbei. Das bringt nur Unruhe in mein Leben und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Die Sense bestätigt mir das gerade in dem Moment, wo ich es sage. Alles, was anstrengend ist, darf weichen, darf gehen, darf beendet werden. Und dazu wirst du quasi auch ermutigt von den Karten. Natürlich ist das alles
deine Entscheidung, hier ist nichts in Stein gemeißelt, aber die Karten sagen, okay, wenn hier jemand anstrengend ist in deinem Leben, wenn dir jemand nicht gut tut, wenn sich jemand permanent auch in deine Privatsphäre einmischt, dies, das und jenes, du darfst, das ist in Ordnung, wenn du sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe mich zurück oder ich beende das Ganze jetzt. Oder ich ziehe auch um, ich ziehe jetzt hier weg. Ich tue mir das nicht mehr an. Ich möchte Ruhe. Weg. Diese Unruhe entfernen aus dem Leben. Die Sense haut in die Vögel rein. Klingt jetzt makaber, aber im übertragenen Sinne, sie haut die Unruhen weg. Sie haut den Stress weg. Nervliche Belastungen haut sie weg. Und hier haben wir wieder den Mann. In diesem Lennon-Modell gibt es zweimal den Mann. Ja. Und wo guckt der Mann hin? Hier rein, ins Herz. Direkt auf die Liebe. Die Liebe, die wachsen darf. Ne, 7 der Erde, hier darf etwas wachsen. Hier entwickelt sich etwas. Und ja, für manche Löwen sehe ich ja auch Themen mit Kindern und Schwangerschaften, aber das ist sehr speziell, wenn du sagst, nee, damit habe ich nichts mehr am Hut, dann okay. Hier haben wir eben nochmal den Hund an der Unterseite, der steht für einen treuen Wegbegleiter. Treue Verbindungen hier, auf die du dich jetzt fokussieren möchtest, auf die Liebe, auf die Herzenswärme, auf die Nähe. Welchen Rat darf ich hier abschließend noch weitergeben für die Löwen im August? Okay, wir haben hier, glaube ich, zwei Karten. Schau, wir haben hier an der Unterseite die neue Liebe. Heiße die neue Chance zur Liebe, die sich dir jetzt bietet, willkommen. Das tust du. Das tust du. Egal, ob du Mann bist oder Frau, das Geschlecht ist in allgemeinen Orakeln als neutral anzusehen. Genau, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe mit der Sonne hier, dass du selbst sein kannst, ne? Sei authentisch, sage echt und ehrlich, wer du bist und was du empfindest. Okay, und damit, das inkludiert auch die Ecken und Kanten, die jeder Mensch hat, okay, die auch Menschen interessant machen. Höre mit dem Herzen zu, Karte 1. Du hörst, was gesagt wird, aber du solltest mit liebendem Herzen zuhören. Ich nehme das als gegenseitige Sache wahr. Ja, du hast da auch jemand, der mit liebendem Herzen dir zuhört. Diese Hingabe, die ich hier habe, die ist gegenseitig. Okay, das ist Liebe, das ist wahre Liebe. Und deswegen liegt hier auch der Schutz drauf von der geistigen Welt auf dieser kostbaren, kostbaren Sache. Lieber Löwe, das kann ich dir weitergeben für August. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns gern beim nächsten Orakel wieder. Mach's gut. Bye, bye.